Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, wir starten heute mit Folge Nummer 1 von Kampf der Reality Stars und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ja letztes Jahr ausgesetzt mit der Staffel, weil mir die Folgen einfach viel zu lang waren. Und ja, jetzt sind die Folgen zum Glück noch länger. Also, perfekt. Nein, wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht werde ich nicht mehr on timing sein und werde die anderen Formate so ein bisschen vorziehen. Aber ihr kommt hier auf jeden Fall noch in den Genuss von Kampf der Reality Stars. Und sollte ich ein bisschen versetzt diese Videos veröffentlichen, bin ich gespannt, wer von euch hier noch am Start ist. Und wenn ihr die ganze Folge sehen wollt, checkt doch mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht es auch sehr, sehr gerne. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt sofort ein und schauen mal, wer da so zugange ist. Sag mal irgendwas. Ja, so Kampf der Reality Stars. Ich bin Bente Wag, ich bin 47 Jahre alt. Aha, und was ist dein Talent? In erster Linie kennt man mich über meine Mutter, eine bekannte Schauspielerin, Uschi Glas. Und ich habe, glaube ich, alles vergessen, was irgendwie mit ihm zu tun hat. Ich weiß, der war bei Promi Big Brother vor gefühlt 100 Jahren. Ich weiß, dass der hier und da auf jeden Fall mal auffällig war, weil der gerne mal getrunken hat. Deswegen kennt ihn auch der Kioskbetreiber und ja, hier und da andere Sachen gemacht hat, die nicht unbedingt so gut waren. Sagen wir es mal so. Das gesamte Thema Sohn von, das hat bei mir, ja, gebe ich ehrlich zu einer Rebellion geführt. Und das ist gar nicht so weit hergeholt. Schauen wir uns heute Nico Legert an, den Sohn von Thorsten Legert. Was der gerade macht, könnte man auch als kleine Rebellion bezeichnen. Und so ist es anscheinend immer mit den Kindern von Promis. Das ist der große Schrei nach Liebe und Aufmerksamkeit und was auch immer. Auf jeden Fall muss ich aber an der Stelle sagen, ich fand ihn damals bei Promi Big Brother fand ich den ganz sympathisch. Ich glaube, der war da sogar mit Mario Basler. Und ich erinnere mich, oh mein Gott, das ist jetzt, weiß nicht, ob das für mich spricht. Aber irgendwann hatten die logischerweise das Zigarettenverbot. Und ja, auch Ben Tewak war davon betroffen, weil der einen guten Zug drauf hatte. Und da sind die alle komplett ausgerastet. Aber interessant, dass ich das noch heute weiß. War also geil. Unser Traumschiff und es bringt prominente Fracht. Ist ja schon mal nicht schlecht, dass jemand vorbeischaut. Hi. Freut mich. Ich bin der Ben, hallo. Freut mich, Tanja. Hallo, Tanja. Hallo, Tanja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Augen schließe, sehe ich das Playboy-Cover. Mittlerweile. Aber sie hat man auch seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr gesehen. Ich weiß, sie war im Dschungelcamp. Sie war nicht bei DSDS. Ich bin ein bisschen schlecht jetzt gerade, aber das ist halt wirklich nicht die jüngste Geschichte des Trashs. Das ist das Spannende bei Kampf der Reality Stars, dass da nicht nur die aktuellen Juwelen der Branche abgefeiert werden, sondern auch die kleinen Juwelen, die ganz tief im Ozean versunken sind, in kleinen süßen Muscheln, die halb geschlossen sind. Und ihr wisst, geschlossene Muscheln sollte man nicht öffnen, aber hat man hier gemacht. Und vielleicht hat man damit auch die Büchse der Pandora geöffnet. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn. Früher im Dschungelcamp, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, da habe ich ja meine Brüste Bacon 1 und Bacon 2 genannt. Da ist er, der berühmte Bacon of Hope. Ich sag nur Playboy-Cover, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der Playboy auf jeden Fall auch im Sommer neben dem Grill von dem ein oder anderen Mann im Gartenhütchen zu finden ist. Falls es noch Poster gibt und ja, jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, gibt es da noch Poster im Playboy? Ich habe keine Ahnung, meine Welt ist digital. Ich habe mal eine Zeit bei Burda gearbeitet und da hat man dann immer die Magazine gratis bekommen und die lagen dann so in einem Raum und es war immer interessant, wenn man dann runtergegangen ist. Und zufällig waren dann andere Arbeitskollegen auch gerade bei diesem Magazinstapel und dann stand man immer vor diesem Playboy-Stapel, wollte gerade danach greifen, dann öffnet sich die Tür und dann kam plötzlich von allen Seiten Mitarbeiterin rein und in dem Moment hast du die Hand so zurückgezogen, bist einen Schritt zur Seite und hast dann irgend so eine Computerzeitschrift genommen. So ganz war es natürlich nicht, aber ähnlich. Ich find's jetzt nicht schlimm, wenn man mir auf die Brüste guckt. Ihr dürft gucken, aber nicht anfassen. Und das kommt doch mal wieder ins Lachenkabinett. Und ich hätte anfangen müssen, so eine kleine Videothek zu bauen mit den besten Lachern. Aber trotzdem kommt ihre Lache noch immer nicht an Angelo von Make Love Fake Love ran. Hallo, mein Name ist Tanja Tischewitz. Und was treibt dich in unsere Fänge? Ich bin ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass ihr den deutschen Fernsehpreis habt, dachte ich, hey, da muss ich auch mitmachen, hallo? What you see is what you got. Und ich weiß nicht, ob ich nur den Vergleich sehe, aber sie spricht Englisch, sie lacht in hohen Tönen und irgendwie ist sie das Original und danach kam irgendwann Kim Virginia. Aber natürlich gibt es einen sehr, sehr großen Unterschied.
Ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, aber ich glaube nicht, dass sie so krawallbürstig unterwegs ist. Das, was ich mir jetzt in Erinnerung rufen konnte, und ich meine nicht das Playboy-Cover oder was auch immer, sondern so, wie sie damals war und wie sie jetzt auftritt, wirkt sie irgendwie sympathisch und warmherzig. Also mit der möchtest du am Morgen einfach mal den Bacon in die Pfanne schmeißen. Im Fernsehen hat man das gesehen, auf einmal ist man selber live dabei. Extra Wurst, was immer das sein mag. Extra Wurst. Unser nagelneues Highlight. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Jeder wünscht sich doch irgendwie eine extra Behandlung. Könnte jetzt alles bedeuten. Ich glaube, Ben denkt hier schön an Curry Paolo um die Ecke herum, während Tanja von der extra Behandlung in der Wellness-Oase träumt. Du hast viele Tattoos, ne? Ja, so ein paar. Also überall? Ja, wirst du wahrscheinlich fast alle sehen. Und wo sind die, die ich nicht sehe? Bisschen tiefer. Und obwohl das Gespräch hier eigentlich gerade an Fahrt aufnimmt, habe ich bei Ben immer das Gefühl, er hat eigentlich gar keinen Bock, mit ihr zu sprechen. Und ich meine, Tanja hat verschiedene Smalltalk-Schulungen anscheinend absolviert. Die denkt sich, okay, vielleicht komme ich mit ihm auf keinen Nenner, aber er hat Tattoos. Komm, wir fangen mal ganz ehrlich an. Sie hätte auch fragen können, nennt man dich das wandelnde Bilderbuch? Denn ich kann allein schon von hier sehen. Du hast zwei Tattoos. Also nee, also die Gurke ist nicht tätowiert, so viel kann ich nicht. Aber verraten. So an der Seite? Aber, ja? Was könnte da sein? Vielleicht ein Name von einer Ex-Freundin, einen coolen sexy Spruch. Here begin the fun time. Here we go again. Oder er hat auf dem Steißbein so ein geiles Tribal. Hieß das Tribal? Ich glaube schon. Oder da steht Exit Only mit Pfeil nach unten. Oder hat Tanja vielleicht noch eine bessere Idee? Let's play. Let's play. Lass uns Spaß haben, lass uns spielen. Vielleicht irgend so ein versauter Text. Irgendwie so ein Slogan. Let's have fun. Let's play. Today we have fun. Und ich mag die total gerne, weil ich glaube, ich ein Fable für Leute habe, die einfach nur Blödsinn reden. Irgendwie kann ich mich damit identifizieren und wenn es lustig ist, und das ist es ja hier zum Teil, dann ist es schon geil. Also ich mag die. Bin gespannt, aber ich habe auch gar keinen Bezug zu ihr, deswegen ich weiß gar nichts. Ah. Oh, da winkt schon jemand. Juhu. Nein, ist das Kevin? Nein. Doch. Nein. Ich kenne niemanden, so voll im Nachteil. Ja, und da frage ich mich immer, dass die sich dann immer wundern. Wenn du 10 Jahre nirgendwo mehr aufgetaucht bist, außer der Sohn von jemandem zu sein, und trotzdem nicht aufgetaucht bist, dann ist es ja auch kein Wunder, dass du da vielleicht ein bisschen den Kontakt verloren hast. Denn, mein Freund, Alex kommt zwar noch, aber Bruce Lee hat damals schon gesagt, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Denk mal darüber nach. Und dann kam die Einladung für Kampf der Reality Stars. Also wenn ich wirklich sehr emotional... Ui. Gott, schneid das bloß nicht rein. Kein Fall. Das sah aus wie im Mittelalter, wenn der Hofner nicht gut abgeliefert, keine guten Jokes gebracht hat, dann haben sie ihn auch so. Mein Name ist Kevin, ich bin irgendwas mit 30 Jahre alt, komme aus der wunderschönen Stadt Köln. Aber beruflich muss das auch da rein. Mach gar nichts. Hä, hey, und ich weiß gar nicht, was er meint, denn er macht eine Menge. Er rollt gerade auf einem Strand herum und guckt leicht grinsend, falls das grinsend sein soll, in die Kamera. Und ich frag mich, warum sie da nicht Limp Bizkit mit Keep Rolling drunter geschnitten haben. Vielleicht war der zu einfach. Mich kennt man aus dem ein oder anderen Reality-Format. Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich. Ich kann mich gerne in 3 Buchstaben beschreiben, das ist tough. Delle am Stark. Smarter Move, da fehlt leider nur ein Buchstabe. Und das finde ich immer am besten, weil er ja, glaube ich, schon denkt, das haben wir bei den Reality-Backpackers gesehen, der denkt ja schon, er ist nicht auf den Kopf gefallen und hält sich in dieser Trash-Welt für eine ganz, ganz besondere Art. Denn ich glaube, sein großer Vorteil ist, der hat hier und da schon mal ein Buch in der Hand gehabt. Hat sich dann immer kompliziert klingende Wörter aufgeschrieben und ab und zu droppt er sowas im Trash. Und alle Leute so, mindblowing. Und ich weiß gerade nicht, was da passiert, ob das positiv ist oder negativ ist. Das klingt auf jeden Fall so, dass sie sich jahrelang nicht gesehen haben und vielleicht jetzt noch froh sind, sich überhaupt erkannt zu haben. Und Kevin guckt sich runter und denkt sich, Bacon, das ist Tanja. Und ich glaube, wir haben gerade die echte Stimme von Kevin gehört. Nicht mehr diese tiefe, raue Stimme, sondern geht's dir gut? Da waren die Emotionen mal da. Hat man selten erlebt und ich freue mich. Ja, und natürlich ist dieses Aufeinandertreffen positiver Natur. Ich habe jetzt einfach nur meinen Koffer dorthin gestellt. Ja.
Komm bei mich, mein Schatz. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich warte doch nicht, bis alle da sind, dass sich dann alle wie die Piranhas auf die Betten stürzen. Und ich bin dann der Letzte, der am Rand schlafen muss. Auf gar keinen Fall. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Und ich glaube, alle Trashies haben so auf der einen Seite einen kleinen Engel und da auf der anderen Seite Valentina stehen, die schreit, Sendezeit! Und er weiß natürlich auch, das ist immer so eine Frage mit diesen Betten und der Bettenbelegung. Wie agiert man da am Anfang? Geht man da rein, holt man sich gleich ein Bett, damit es dann später zu einer Diskussion führen kann, wie man das machen kann und bliblablub. Also natürlich ein Move für Sendezeit und ja, kennt man schon. Ah, du trinkst keinen Alkohol? Nee. Gibt's einen? Ich bin leider nur zum massiven Kettenraucher hier geworden. Oh. Das Wörtchen hier macht keinen Sinn. Also er trinkt keinen Alkohol mehr und er raucht anscheinend noch so wie damals bei Promi Big Brother. Aber okay. Und hat das einen Grund, warum du keinen Alkohol trinkst? Weil ich in meinem Leben für 3 Alkohol getrunken habe. Ich könnte hier ganz kontrolliert meine 2, 3 Bier am Abend trinken. Würde aber wahnsinnig viel Selbstkontrolle erfordern. Ja, und interessant, dass im Trash-TV dieses Thema angesprochen wird mit einer gewissen Note im Abgang. Ist eine attraktive. Auf jeden Fall finde ich es ganz gut, dass er das hier anspricht. Und ja, jetzt können wir uns schon vorstellen, alle Jungs, die bei Germany Shore waren, in 20 Jahren sind die auch bei Kampf der Reality Stars und werden vielleicht auch nicht mehr sagen, ja, ich trinke hier nochmal 15 Eimer. Beste Leben. Das sollte man nicht machen. Denn Spaß beiseite, es ist ein sensibles Thema. Und ja, natürlich trinke ich auch mal ab und zu, aber man darf das halt auch nicht übertreiben. Ne? Alkohol ist nicht gut. Wer es anders sieht, Lieblingscocktail in die Kommentare, wie bei Germany Shore. Na nun, na, na, wen haben wir denn hier? Hey! Ich kenne den. Ja. Ich bin hier bei Kampf der Reality Star. Ich bin Noah, ich bin 22 und komme aus Köln. Und ich bin seit 2 Jahren zusammen mit meinem iPhone. Und wir führen eine sehr, sehr ausgeglichene Beziehung auf Augenhöhe. Auf jeden Fall auf Augenhöhe, das haben wir gerade gesehen. Die meisten kennen mich wahrscheinlich von Barbara Salisch, da war ich beim Publikum. Oh, und ich liebe es, das war auf jeden Fall ein guter Joke. Und man kennt ihn anscheinend von TikTok. Ich muss sagen, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich bin auch nicht so ultra aktiv auf TikTok. Eher Instagram. Ich hatte einfach jetzt über ein Jahr einen Einkaufswagen in meiner Wohnung stehen. Das war mein Kleiderschrank. Mein Paketbote hat gerade mein gesehen. Oh mein Gott, was war denn da? Und das kann doch nicht so einfach aufhören. Was war mit dem Paketboten? Ist der mit reingekommen? Wie oft hat der geklingelt? Es kommt bald der Link zu OnlyFans. Was ist da passiert? Der lässt einen hier im Regen stehen. Oh, geil. Geiler Stunt. Er ist erstmal hingefallen, so ganz Hollywood-mäßig. Jetzt hat er sich fallen lassen. Natürlich ein bisschen Sendezeit generieren, am Anfang ist ja klar. Ja, und wahrscheinlich kommt er gleich auf die Idee, sich direkt ein Bett zu schnappen. Also, mein lieber Scholli, der ist ja transparent wie ein Gartenzaun. Girl Power. Wer ist das? Hallo, du hast doch uns. Was willst du mit Girl Power? Ja, ist ja gut. Ich bin dein Girl. Ja, wer ist das? Es hat lange schwarze Haare. Ich bin die Elsa, bin 19 Jahre alt und komme aus Wien. Wie steppert und so. Und ich liebe sie. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber sie ist, glaube ich, Weltmeisterin im Schach und bekannt für ihre sehr, sehr flinke Denke. Und sie kennt alles, sie weiß alles. Sie wird auch so in Shows eingeladen, einfach so als Sidechick, wenn irgendwelche Fragen offen sind, weil sie einfach komplett alles weiß. Oder ich verwechsel sie gerade und sie ist die von Gina Lisa, die gar nichts weiß. Was kannst du so? Mich nimmt man so wahr, Zündschnur, Ghetto-Braut, asozial. Und im Endeffekt würde ich sagen, damit habe ich alles erreicht. Und yep, sie war, glaube ich, bei Germany's Next Topmodel und die ist ja schon eine hübsche. Aber ich sag mal so, charakterlich wird sie einfach dann noch schöner. Beruflich mache ich nichts außer Reality-Shows, wo er mich kennt aus Germany's Next Topmodel. Und ich liebe allein ihre zärtliche Stimme, denn der Ton macht hier auch die Musik. Und sie spricht halt schon so, wie sie es beschrieben hat, mit den 3 Begriffen. Und wenn ich eine Late-Night-Show machen würde, würde ich sie, glaube ich, mal einladen, damit sie kleinen Kindern Märchengeschichten vorlesen. Auf diese Akroart. Aber Falco kennst du noch, ne? Was ist das? Was? Du kennst nicht Falco. Ah, und mich stört's, dass sich das gerade wiederholt, weil bei Gina Lisa, Leuten die Hochzeitsglocken, ging es um Elvis, genau das gleiche. Und sie sagt, wer war eigentlich Elvis? Habe ich mich schon köstlich darüber amüsiert, jetzt geht's um Falco und wahrscheinlich kennt sie Falco trotzdem nicht. Aber ja, wenn das alles so diese gleichen Jokes sind, dann langweile ich mich immer schnell. Aber ich hoffe auf mehr. Was ist das? Oh, hier sind ja wieder echte Nobelpreisträger am Start. Was? Was ist das? Was? Was ist das? Lies doch bitte noch mal ein Märchen. Und da war da so eine andere. Ghetto-Braut. Die hat immer in den Spiegel geschaut. Asozial. Dachte, die wäre die geilste, aber da hat der Spiegel gesagt nein. Und kein Wunder, dass die dann diese Olle gesucht hat mit den Kleinwüchsigen, um die einfach mal eiskalt zu machen. Ratatatatata.
Ich glaube, Kinder würden es lieben. Ja, alle anderen sagen, hey, Moment, you like Mr. T. Mein Name ist Keno Feit, train für die Y'all, der eine oder andere kennt mich im Fernsehen und so, bin Lona. Was? Ich habe kein Wort verstanden, aber ich liebe es, was er sagt. Und ich glaube, ich liebe ihn, weil der auch so eine super positive Ausstrahlung hat. Angefangen das Ganze, auf dem Acker stecken geblieben. Ja, und dann habe ich mein Handy rausgeholt, so ne, ein Video gemacht. Ja, nun seht ihr hier, Backbase, 460 PS, aber gewinnest verdammt gleich. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher das A-Team gerne geschaut. Also von daher, natürlich klopft da mein Herzchen und ich liebe alles daran. Keno. Keno. Vier Wörter. K-E-N-O. Keno. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Ja, eine Menge interessante Leute hier. Ich kenne da gar keinen von, aber ist gut. Und weiter geht die wilde Sause. Das darf ja nicht wahr sein. KDM geht los. Macht euch alle bereit, denn es ist Theresias Sendezeit. Und ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Natürlich ist Jürgen wieder am Start. Vielleicht hat Jürgen bei den Einführungsvideos, ich nenne es jetzt einfach mal so, eine neue Art und Weise entwickelt und hat die versucht zu pushen. Und die schreien sich, bevor die Kamera an ist, so positiv an. Jetzt, du bist der Trashy des Jahres. Und Theresa, was? Der Trashy des Jahres. Und sie so, ja, fühlst du diesen Spirit, den ich dir hier mitgebe? Was? Und sie so, ja. Und dann rasten alle aus. Tolle Beine hast du. Meine erste Beinverlängerung war in den Oberschenkeln. Da wurden 8,5 cm verlängert. Dann war halt die Unterschenkelverlängerung von 5,5 cm. Und ich stecke in dieser Geschichte nicht drin. Aber ich sag mal so, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid kleine Swifties. Und ihr habt Konzertkarten irgendwie noch ergattern können. Karten sind schweineteuer, aber dann seid ihr mitten im Innenraum. Und dann kommt Theresa und stellt sich vor euch. Ist doch kacke. Aber was natürlich Spaß macht, ist zu shoppen. Wenn du irgendwie Probleme hast, an die Produkte im oberen Regal ranzukommen, dann ist sie halt einfach perfekt. Es soll losgehen, es soll losgehen! So, jetzt haben wir mal ein bisschen Glamour hier in die Bühne. Ja, aber jetzt bist du ja noch größer als ich. Ja. Ja. Jetzt muss er, Alter! Ja. Also sie macht sich jetzt noch größer, weil das irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal und ich liebe das Wort in dem Zusammenhang. Ja, und sie ist fast irgendwie 2 Meter groß. Ich hatte damals im Studium einen guten Kumpel, Robert, Shoutout an der Stelle, 1,98 Meter war der groß. Und ich mit meinen 1 Meter, ich muss ehrlich sein, 79. Da würde man doch irgendwann übersehen. Shoutout an Robert. Das ist Valencia. Nein! Ich bin Valencia Stör, so wie gestört, das passt ja. In meiner Bauchbinde steht selbstverständlich nicht mein wahres Alter. Ich möchte da gern, dass da auf 29 gezogen draufsteht, weil mein Schönheitschirurg sagte, ich würde jetzt mit 29 auch schon. Und diese Verkaufsmasche beim Arzt ist halt auch immer so ein Ding. Als guter Arzt sagst du, nee, machen wir nicht. Aber da, wo die hingehen, dann lesen die Ärzte auch genau, was die hören wollen und sagen, also, du wirst in nächster Zeit dann nicht mehr auf 40 oder so geschätzt, sondern du siehst aus wie eine gute, gestreckte 29. Und sie so, wirklich? Ja, aber nur, wenn wir das und das noch machen. Wirklich? Ja, kostet vielleicht noch mal so ein bisschen mehr, aber das lohnt sich. Wurde die Stirn abgeraspelt, Jochbein abgeraspelt, die Nase 3-mal gebrochen und kleiner gemacht. Dann wurde ein Cat-Eye-Lifting gemacht. Ah, und ich hätte sie jetzt eher so als natürlich beschrieben. Deswegen wundert es mich jetzt hier, was da alles gemacht werden sollte. Warum gibt's denn gar keinen Wodka? Du trinkst jetzt erstmal lieber ein Sektchen, Schatz, oder ein Champagner. Tja, jetzt mach dich doch mal nützlich. Ich hab deine Tasche schon hier hochgetragen. Auf alte Freundschaft, du alte Schlampe. Ja, Valencia und Kevin, ich würde sagen, das ist irgendwie so eine Hassliebe. Ich glaube, die wissen halt, wie man miteinander umgeht und die lieben das halt so ein bisschen. Ich glaube, wenn man bei denen zu Hause ist und man macht aus Versehen irgendwie so eine Tür auf, ist da so ein Schrein aufgebaut von Desiree Nick bei beiden. Und die Frage ist halt nur, wer ist hier der größere Fan und wer hat den schnippigeren Spruch zum Abgang? Warte kurz. Du bist der Gewinner. Ich bin der Gewinner. Und ganz wichtig, wenn dir einer im Weg steht, dann räumst du den weg wie das, wie... Ja, das Wasser am Sand. Vater, wie das Wasser am Strand, so machen wir das. Da holen wir einen Bulldozer und da rein in die Menge. Also erstmal eine Frechheit, dass ich mich noch vorstellen muss. Aber ich bin der Maurice, Philipp Schwack. Ich komme aus Oberhausen, bin 25 Jahre jung. Ich würde sagen, nach Sommerhaus so ist Maurice halt ein Begriff. Und wartet mal, ist es nicht dieser Typ von Mein Fuß klemmt? Ist der nicht bekannt wegen diesem Song Mein Fuß klemmt? Wer hat diesen Song nochmal gemacht? Wer grinst ein bisschen deppert und zeigt mit beiden Daumen auf sich? Das ist Boris. Achtung! Chef. Ah,
Armer Löwe. Und Löwen mögen einfach kein Wasser und es ist wirklich einer der lustigsten Einstiege, die ich je gesehen habe, beziehungsweise Abgänge, denn der Junge wird da rumgeschüttelt von vorne bis hinten und ich sag mal so, das erzeugt mehr Drama als der 16-jährige Maurice in seinem Kinderzimmer damals. Was ist passiert? Tatsächlich, das ist der. Das ist Maurice. Lass die mal, er badet gerade. Wenn das jetzt Ricarda sehen würde, würde sich kaputt lachen. Ja, das glaube ich auch. Und Maurice, jetzt muss man wirklich mal lobende Worte hier aussprechen. Maurice hat an sich gearbeitet. Der Junge studiert. Und was? Und was machst du? Ich? Ich bin am Studieren tatsächlich. Okay. Ich studiere IDM abgekürzt, industrielles, so, jetzt sagen wir mal, Dienstleistungsmanagement. Und ich glaube, der Dozent, der das gerade schaut, der sagt so, geil, wir haben das so oft geübt, und der Junge, der kann's doch. Und ich frag mich, wie ist Maurice in so einem Seminar, wenn der Dozent irgendwas sagt, sag mal ganz, ganz leise. Jürgen, epische Musik, denn ich wurde erzogen von Krieger. Habe mein Mastermind aus der Zusammenführung meiner Gene. Bereits mit 16 Jahren konnte ich fließend sprechen. Und meine mathematischen Fähigkeiten. 7x7, 98. Sind bis heute ungeschlagen. Heute gibt es eine Extrawurst und ein Reality-Star hat die Chance auf einen heiß begehrten VIP-Status. Kino hat auch super. Ja, ich wäre auch für Kino. Yes. Kino hat den Brief in der Hand und der sagt mal an, was passiert. Kein Reality-Star möchte als erster die Sala verlassen. Mit der Extrawurst erhältst du einen Sendezeit-Sonderstatus und bist in dieser Sendung safe. Doch dafür musst du bis zum Ende der Sendung die goldene Extrawurst mit dir tragen. Aber eigentlich sehr, sehr gut, dass er sie in der Hand hat, seine Extrawurst. Denn die, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat oder kaum kennt, bei denen ist die Gefahr auch, glaube ich, sehr, sehr groß, dass sie als erstes fliegen. Also, der Junge ist geschützt, wenn er sich daran hält und seine Extrawurst überall mitnimmt. Ja. Das gab's noch nie hier. Keine Ahnung. Dummheit schützt vor Dings, Bruder. So Unwissenheit. Du sagst, dass ich dumm bin? Nein, Bruder, ich schwör's dir, du hast einfach den Jackpot, glaub mir. Aber klar, ist auch kacke das Ding, aber im Endeffekt hast du Jackpot. Und ich weiß nicht, wie oft das noch vorkommen wird, aber ich muss Maurice hier recht geben. 8x8, 122. Einfach so. Wenn du brauchst, sag Bescheid, ne? Das ist das. Babypuder. Damit du immer schön seidig bist. Wo denn? Hey, an deinem Körper. Wo denn sonst? Hä? Mhm. Und ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, was für Jokes ich hier reißen kann. Aber sehe ich das richtig, dass der Maurice jeden Abend sich mit Babypuder von Kopf bis Fuß beschmiert? Einmassiert. Aber ich sag mal so, ja, die Trashies, die haben hier und da ihre Eigenarten. Und deshalb dauert es nicht lange, da kommt schon die nächste. Mir war ja klar, dass ich mich irgendwann abschminken muss. Wie kann man dann sein ungeschminktes Gesicht am besten verdecken? Ja, also und da war natürlich Sonnenbrille, Käppi. Aber dann habe ich auf einer Online-Plattform diese Maske gefunden. Und damit wir alle auf einem Nenner sind, sie möchte nach dem Abschminken eine Maske tragen, damit niemand, der Zuschauer, ihr Gesicht sehen kann, ungeschminktes Gesicht. Und ja. Diese Maske, das ist so wie diese Horrorfilme mit dieser Brille, noch diese runde Brille, richtig Horrorfilm. Ja, und was soll man sagen, ist besser. Also der Plan ist hier auf jeden Fall aufgegangen. Was ist denn los mit diesen Leuten? Und ohne Mist, letztens habe ich ja schon gesagt, ich bin ein Fan von Hai-Filmen. Aber ich mochte früher auch diese ganzen Filme hier, Texas Chainsaw Massacre und wie auch immer, Wrong Turn und solche Dinger. Und das erinnert mich auch daran. Habe ich geliebt. Oder ist eine schwarzhaarige Frau. Was ist denn das für eine unfreundliche Kuh? Die winkt ja noch nicht mal. Ich muss ein bisschen mein BH richten. Ich bin Cecilia, ich bin 27 Jahre alt und bin Reality-Star. Das kann man so sagen und da bin ich immer ein bisschen hin und her gerissen, aber ich freue mich drauf, neue Staffel, neues Glück. Und ja, mich wundert es jetzt auch, dass sie nicht gewunken hat, denn bei Reality-Backpackers war sie sowas von aktiv. Ich glaube, da hat sie doch mal irgendwann diesen Opernball geschmissen als Dirigentin. Cecilia? Ja. Es ist nur noch bettenfrei in meiner Nähe. Maurice, bist du schon in deinem Film wieder? Und Cecilia fand mich schon gut, glaube ich. So, die erzählt jetzt einfach, ja, Maurice, war okay. Aber die fand mich richtig gut. Da war doch irgendwas bei Are You The One? Es klingelt auf jeden Fall. Und ganz abgeneigt war die nicht. Heutzutage wird die sich wahrscheinlich auch denken, what the hell is going on? Aber hat sie nicht einen Freund? Hat er nicht eine Freundin? Aber ich fand den Joke jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist Calvin. Das sehe ich schon. Ja, das sehe ich sofort. Hallöchen. Ich bin wieder da. Und? Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe Shirts, Kalender.
was zu saufen. Und mich wundert's, dass der Junge nicht zu Jürgen sagt, ey, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal hinterher. Ich habe hier am Strand so einen kleinen Merchandise-Stand aufgebaut. Denn das ist mein eigener Wodka, mein eigener Kalender. Und ganz ehrlich, mit mir macht ihr keine Gefangenen. 20% mit dem Code Kelvin20. Bada bang, bada boom. Komm, hol dir was. Prost. Ich bin Kelvin, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Aachen und ich mache eigentlich hauptberuflich mittlerweile echt Reality so. Jo. Mein Bodycount, wie hoch der ist, boah, mit Puff oder ohne? Ey, Puppe! Und ja, kaum eingezogen ist der Druck natürlich groß, deswegen geht der ein oder andere auf Toilette. Nein, der Druck ist groß, die, die jetzt zuletzt gekommen sind, müssen am Ende des Tages jemanden rauswählen. Und das ist schon eigentlich gemein. Gerade wenn du so frisch reinkommst, hast du vielleicht noch nicht so viele Formate gemacht, wie zum Beispiel dieser eine TikToker oder was auch immer. Oder Keno. Ah nee, Keno ist geschützt, wenn er die Wurst nicht ablegt. Ah ja, interessant. Deswegen, den TikToker, das ist jetzt der erste, der mir einfällt, der ist eigentlich so gut wie raus. Denn zu den anderen werden sie nicht sagen, ciao. Die Neuankömmlinge haben die Macht, um jemanden rauszuschmeißen. Deswegen gibt es da einige Kandidaten, die sehr sympathisch wirken für die Neuankömmlinge. Du weißt, wen du willst? Oder wir müssen ja die Leute rauswählen, ne? Keine Ahnung, also nicht selber. Valencia. Naja, dann wird eine Runde gespielt. Eigentlich war jetzt auch nur interessant, dass man halt nicht den einen oder anderen Namen von Politikern konnte. Überrascht mich das? Ich glaube nicht. Wer könnte ein Praktikum bei Annalena Baerbock absolvieren? Annalena Baerbock? Okay. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Also bezogen jetzt auf die Trashies, dass sie sich damit nicht beschäftigen, ist doch, wäre eine Überraschung, wenn schon, oder? Ich bin safe auf Platz 3, nie im Leben, werdet ihr sehen. Guck mal, Politiker müssen gut reden können. Und ich kann gut reden. Kannst du nicht? Ich kann sehr gut reden. Ja, kannst du nicht? Ich kann von einer werfen. Der denkt sich so, ganz ehrlich, ich habe vor dem Fernseher schon mal eine Rede für Schalke 04 abgehalten und mein Papa hat mir zugenickt. Also ich kann schon hier ein bisschen was. Wer gilt als der perfekte Politiker-Hief? Auf Platz 2? Valencia, also ist es Kevin. Der Ronaldo auf dem Platz steht und die ganzen Fans pfeifen. Der Ronaldo, der hat auf. Ne, und hier ist wieder der Punkt, man muss sich einfach nur genügend Sachen einreden, dann passt es schon. Und ja, Maurice denkt anscheinend, er ist der Cristiano Ronaldo des Trashs. Ich glaube, die einzige Gemeinsamkeit ist, dass wahrscheinlich Maurice vom Pissoir genauso breitbeinig steht wie Cristiano Ronaldo beim Freistoß. Dann geht's hier munter weiter und es wird eine Runde die Wand der Wahrheit gespielt und da müssen sie sich auch wieder einschätzen. Welcher Star ist in aller Munde und wer muss erst einmal gegoogelt werden? Doch bevor das Ranking von Deutschland offenbaren wird, müssen sich die prominenten Strandurlauber selbst einschätzen und ihre Fotos in die richtige Reihenfolge bringen. Und ich sag mal so, dass sich die Leute da nicht unbedingt einig sind, auch klar. Ich bin vor Maurice, ist mir gar kein Fall. Ey, nie im Leben bist du vor mir. Schau mal, Mutter, nie im Leben. Mich kennt man mehr. Ey, selbst wenn ich Zehnte bin, ich bin vor dir. Doch, bin ich. Auf jeden Fall ist das eine Schlacht, die hier noch ausgetragen wird. Es geht hier nicht um Menschenleben. Es geht lediglich um eine Befragung, was Leute von außen denken, wer wie bekannt ist. Ihr dreht hier ein Fass auf, bin ich ganz ehrlich, lächerlich. Und Maurice denkt sich, weil man dich halt noch gar nicht kennt, wenn du ein bisschen bekannter wärst, dann würdest du ja auch ein Fass aufmachen. Außerdem macht man so Trash, aber natürlich hat der Junge recht und ich liebe ihn jetzt schon. Und mich stört's ein bisschen, dass er nicht aufgestanden ist, die Wurst auf die Schulter genommen hat und so die Rede geführt hat. Denn ja, es stimmt. Reality Star auf Platz 6 ist so sexy. Cecilia. Cecilia. Du leider hinter Maurice. Ich fällt so mit breiter Brust davor, so ich laufe jetzt nur davor, weißt du. Also eine Genugtuung hier für unseren Freund Maurice. Und man sieht es Cecilia an. Not amused, not amused. Du bist Platz 1. Ja, deutsche Knoxville. Ben Tewak, Superstar. Voll fein damit, so, ne? Ich meine, ich hatte Ben jetzt nicht auf dem Schirm, ne? Ist aber Sohn von Uschi Glas. Hast du doch so, ne? Dann wird's aber auch hier ganz schnell ernsthaft und seriös, denn die Stunde der Wahrheit naht. Und Cecilia und Kelvin dürfen einen rausschmeißen und da ist jetzt die Frage, wen wählt man? Liebe Reality-Stars. Und es tut mir ja wirklich leid, aber allein wenn ich sie schon sehe, wie sie da dasteht, da kommt das Grinsen automatisch und man hat so ein bisschen Angst. Ich glaube auch Jürgen drückt jetzt gerade die Däumchen. Bitte, bitte lass es diesmal nicht cringe erscheinen. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Hi. Sommer, Sonne, Sala. Und ich sag mal so, Jürgen war am Ende enttäuscht. Aber egal, wer fliegt jetzt raus? Wir haben uns für dich entschieden. Und deswegen tut's mir leid, Noah. War das gerade bei Kevin eine Träne?
Was ist da denn los? Und kann Paulina bitte mal bei ihm irgendwie eine Schulung machen? Das war ja gnadenlos. Eieiei. Sorry, tut uns leid, aber ja. Sagt man so schön, man sollte immer gehen, wenn es am schönsten ist. Und ich komme zurück. Denn ich bin wie Herpes, mich kriegst du so schnell nicht verlost. Ja, und das war doch mal ein schönes Statement. Dann gibt's noch eine Vorschau auf die nächste Folge und da wird's ja richtig, richtig nice. Ich halte noch auf eine Rechnung mit Maurice. Exitus. Ja, was sagt ihr zu dem Ganzen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich wünsche euch nur das Beste. Wir sehen uns schon bald wieder, wenn es heißt Here We Go Again. Ciao. Ding, ding, Top 50, in der Fling. Und ich lass die Hüllen fallen, so wie Cosimo. Ding, ding, Össer Conny, was in der Fling. Und ich schüttel, was ich hab, ich bin im Cozy Mode. Ding, ding, Top 50, in der Fling. Heute wird gebechert und das sowieso. Ding, ding, Össer Conny, was in der Fling. Wir kommen nun an Bord, das ist das Funny Life. Wir sind beide stark am Glas.